bisschen langweilig heute, die Folge, oder? So unterirdisch, gut, wir hatten so ein bisschen Aufregung mit den anderen Viechern vorhin. Ich würde sagen, wir lassen dann hier doch gleich das Wasser da rechts oben ab. Lassen das denn hier unten rein, weil hier scheint es ja nichts mehr zu geben. Außer hier oben vielleicht. Wo geht's denn jetzt hier schon wieder hin? Da muss man noch etwas weiter. Mensch, was wir jetzt schon an Sand haben hier, das ist ja Wahnsinn. 250, 350 ungefähr, plus minus. Da oben ist schon wieder Kupfer, das lassen wir erstmal da, da buddel ich mich jetzt nicht hoch. Aha! Ein Holzpfeil, beziehungsweise ein paar mehr. So, und jetzt können wir hier, das Kupfer können wir mal gerne mitnehmen hier. Mal gucken, ob wir das so ungestraft jetzt hier in die Finger kriegen. Nicht, dass hier uns hier gleich das Wasser gleich von oben auf den Kopf nieselt. Das wäre mal nicht so schön. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Ja, genau. Den nehme ich gleich jetzt zum Schluss weg. Und den. Und dann nieselt es uns von oben herab. So, wo geht's denn hier lang? Zu noch mehr Kupfer, sehr schön. Und zu weniger Licht vor allem, wie es gerade scheint. Mensch, was wir hier schon an Kupfer gefunden haben. Das ist ja fast wie in dem Ticket-Mod von Minecraft. Da kann ich mich mit Kupfer mittlerweile auch totschmeißen. Aber da kann man wenigstens noch ein paar gute Sachen draus machen. Da ist schon wieder so eine Leuchtwurz-Geschichte. Hier lassen wir uns mal behende, wie wir sind, runterfallen. Da ist noch mehr Leuchtwurz. Kupfermünze und Glibber. Ich frage mich immer noch, was wir mit dem Furzkissen jetzt hier sollen. Und noch mehr Glibber. Ich sehe nichts. Dann reiche mir eine Fackel. Ich will noch nicht sterben. Nicht hier und nicht heute. Jetzt müsste ich aber immer mal gut was sehen. Deswegen bin ich auch so hinter den 5 Gold her, die wir dann irgendwann mal zusammen haben, für den Bergmannshelm. Der da schön uns dann Licht gibt. Das wäre schon fast ideal. Ne? So. Jetzt nehmen wir erstmal fix einen Heiltrank. Hier ist schon wieder was. Da möchte ich ungern reinfallen. Weiß nicht, ob ich da denn wieder rauskomme. Leuchtstab. Da möchte ich noch viel weniger runter. Ja, ich würde sagen, dann hat sich diese Sache hier erstmal erledigt. Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns hier einfach schlank durchgraben? Da unten sehe ich doch schon wieder eine Leuchtqualle. Was ist das hier? Silbererz! Sehr schön, das habe ich gar nicht gesehen eben. Das sah so nach Stein aus. Ist ja schon mal wieder eine reiche Beute hier, muss ich sagen. So, oder gehen wir hier doch in diese Richtung weiter? Wir können ja mal gucken. Hm.
Wenn wir jetzt... Alter, das geht hier aber runter. Da hinten geht es noch viel mehr runter. Naja, da scheint es auch nichts mehr zu... Da scheint es was zu geben. Da ist doch eine Höhle, die sehe ich doch. Die kriegen wir. Bis dahin kommen wir. Luft! Luft! Mehr Luft! Vor allem mehr Waffen! Alter, hier kommt jetzt aber auch eine Masse Wasser runter. Das ist ja Hammer. Retten wir uns mal einmal nach oben hier so ein bisschen. Ja, so viel zu retten. Hilfe. Einmal eine Fackel platzieren. Ja, das sieht doch schon mal wieder recht interessant aus hier, muss ich sagen. Was man so alles finden kann, wenn man mal das drauf anlegt, mal irgendwo zu ersaufen. Wie geht's denn hier oben hin? In eine Sackgasse. Sehr schön. Das heißt, wir müssen wirklich nach hier unten weiter, wo wir uns gerade das Wasser hingeleitet haben. Das ist jetzt aber irgendwie scheiße. Ja, das werden wir schon irgendwie alles finden. Wo ist das überhaupt hingeflossen? Ah, da. Da ist noch mehr Kupfer. Eisen sehe ich auch. Fein, fein, fein. So, mal das Mikro anders positionieren, damit man mich wieder, meine wohlige Stimme wieder hören kann. Wo mir schon gesagt wurde, ich höre mich manchmal an wie Werner. Stimmt das? Sag mal, will der mir jetzt auf den Geist gehen hier? Das ist ja... So, den letzten Eisenblock hier nehmen wir auch noch mit. Halt, den nehmen wir mit, habe ich gesagt. Genau so. Zack. Hier ist noch mehr Eisen. So, was haben wir denn hier noch drin? Kupfer- und Silbermünzen. Fein, fein, fein. Was ist das da unten? Wo kommen denn diese Quallen her? Ach! Dahin ist das Wasser abgeflossen und hat die Blauquallen mitgerissen. Das ist ja mal schick. So sehe ich das jetzt gerade zumindest. Leuchtstäbe, da kann man die also herkriegen. Interessant. Ist das hier Stein? Das ist Stein, okay. Aber das da oben ist kein Stein, das sehe ich. Basteln wir uns da mal wieder hoch. Mit einem Fäckelchen. Und ein paar Kläppchen. Ist das alles Schönchen hier. Dame Silbererz. So, wo geht's denn jetzt hier noch wieder weiter? Halle, ach du Scheiße, da ist auch noch Wasser. Nein, da bin ich doch gar nicht runter. Hilfe! Ja, das geht immer tiefer hier. Na, lass mich. So leid es mir tut, ich muss da weg. Ja. Halleluja. Ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich auch mal gleich wieder ein kleines Päuschen einlegen. Das war ja schon. Ich werde jetzt zum ersten Mal alles abkippen gehen, was wir hier gerade haben. Und dann sehen wir mal weiter hier bald. Oder was sagt ihr dazu so? Ist das richtig, was ich hier in meinem jugendlichen Leichtsinn mache? Oder nicht? Gucken wir mal. So.
So, was lassen wir hier? Was nehmen wir mit? Ich würde sagen, das mache ich nächstes Mal. Ich werde jetzt noch ein paar Einstellungen an Fraps verändern. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, würde ich fast mal sagen. Oder in der nächsten Aufnahme. Bis später. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, ich denke mal, dass wir heute nochmal in den Untergrund gehen werden und vielleicht auch etwas unsere kleine Basis etwas ausbauen werden. Dazu brauchen wir mal wieder etwas Holz, schätze ich mal. Das können wir gleich mal mitnehmen, wenn wir sowieso gerade unterwegs sind. Dann können wir das gleich hinter uns. Mal gucken, wie viel wir da jetzt verbraten werden. Ich habe da schon so eine kleine Idee, was man da jetzt noch bauen könnte. Aber das sehen wir dann. Und dann möchte ich vielleicht auch unsere kleine Mine, die da nach unten geht, einfach noch ausbauen. Mal gucken, was wir heute so schaffen. Ich kann leider auch nicht allzu viel Leute aufnehmen, da ich nachher noch ein bisschen was anderes noch aufnehmen muss. Sonst habt ihr nachher keine neuen Folgen von Minecraft. Da fehlt mir dann auch noch ein bisschen wieder was. So, aber jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass wir hier irgendwie langkommen. Da ist unsere kleine Basis. Ich möchte diesen Turm hier noch fertig machen heute zum Beispiel. Ja, damit werden wir jetzt, glaube ich, gleich erstmal anfangen. Da ist die Taste. Ich habe gesehen in dem Video, es soll auch noch grüne Fackeln geben. Ich weiß zwar jetzt nicht, wozu die sind. Aber, naja. Sehen wir dann. Jetzt nicht diese Leuchtstäbe, sondern richtig Fackeln sollen das sein. So, wo haben wir denn die Türen? Ich habe doch hier irgendwo Türen. Oder träume ich das? Nein, ich träume es nicht. Muss ich das hier vielleicht machen? Kann auch sein, dass ich das hier machen muss. Ja, das sieht doch schon eher danach aus. Eine Holztür werden wir brauchen. Wir werden dann gleich den ganzen Krams nochmal abkippen gehen, was wir gleich nicht brauchen. Und dann würde ich ganz gerne noch Steinwände haben. Da machen wir uns erstmal ein paar von fertig. Da können wir gleich den Turm mit auskleiden. Die setzen wir mal dahin. Das kommt dahin. Und die Tür, die ist hier, die setzen wir nach dort. So, dann setzen wir uns erstmal die Tür ein. Dann haben wir nämlich das. Und jetzt wollen wir anfangen, hier das Ding erstmal auszukleiden. Zack. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Mist, verdammt. Den wollte ich nicht haben hier in der Ecke. Das sieht schon besser aus. Ich glaube, drüben hatte ich das auch bis auf diese Höhe gezogen. Einen tiefer. Das können wir ja gleich mal gucken gehen. Nicht, dass wir da was Falsches machen. Wie haben wir das dann da? Ne, drüben haben wir es noch gar nicht gemacht. Das muss ja auch noch passieren. Verdammt! Wir haben ja nur richtig was zu tun hier. Da ist mal die Tür wieder auf hier. Zack. So. Dann machen wir das drüben nämlich auch so. Dann war das in meiner anderen kleinen Welt, die ich hier noch habe. Dass ich da das so gebaut hatte. Ein bisschen was zum Austesten habe ich da ja. So eine kleine Testwelt. Das sollte man immer mal in petto haben, damit man auch weiß, was man hier tut. Oder zumindest so tun kann, als wenn man wüsste, was man tut. Das ist äußerst praktisch. Richtig spannende Sache hier gerade für euch wahrscheinlich. Für mich ist es das. Ich muss hier nämlich gerade tierisch aufpassen, dass ich nichts falsch setze. Wie zum Beispiel hier. Damit ich hier nicht noch tausend Sachen mal korrigieren muss. So, seit gestern habe ich auch eine neue Couch. Da habe ich mich dann gleich mal drauf hingesetzt. Vorhin und habe mir dann mal einen schicken Film angeguckt. Habe mir gestern noch auf Blu-ray geholt. Ja, mein neuer Blu-ray-Player ist auch da. Ist doch schön. Der neue Film war übrigens Iron Sky. Hat es unter, glaube ich, die Top 10 der schlechtesten Filme 2012 gebracht. Völlig unberechtigterweise, muss ich eigentlich sagen. Ich finde den Film klasse. Es ist eine richtig schöne Komödie. Was will der denn hier? Nur weil das Thema einigen Leuten nicht gefällt, haben sie es wahrscheinlich dann so gewählt. Aber ich finde ihn echt klasse. Nur fehlt auf der Blu-ray fehlt dieser Schlussgag, der nach dem Abspann kommt. Wer den Film gesehen hat, der wird ja wissen, was ich meine. Der fehlt leider. Man sieht noch die Anfänger davon und dann wird abgeblendet. Schade eigentlich, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum sie den rausgenommen haben, aber der war klasse.